Wir bleiben bei der Bezirksliga Staffel 3. Wir gehen von dem SV Kurdistan, vom Tabellenführer über dem Derby in Venau zum Regionalligisten. Nein, wir gehen besser gesagt nach Jülich. Und zwar für die Top-Adresse im Jülicher Umfeld, und zwar FC Lichsteinstraße. Am Freitagabend bereits schon das Spiel gegen SG Voreifel. Rund 120 Zuschauer waren dabei. Am Ende klare Verhältnisse und das Schuldanerkenntnis vom Trainer von der letzten Woche wurde korrigiert und dementsprechend uns zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Hermanns. Hallo, Jürgen. Hallo, grüß dich. Ja, dementsprechend letzte Woche, wie gesagt, hatten Sie ja Ihr Schuldanerkenntnis ausgesprochen und jetzt haben Sie wieder alles richtig gemacht und die Straße wieder auf dem 4 zu 0 mit den 3 Punkten korrigiert. Ja, so kann man es, ja, ob ich jetzt gestern alles richtig gemacht habe, weiß ich nicht, aber wir haben eine sehr, sehr ansprechend gute Leistung gebracht, auf jeden Fall über 90 Minuten und auch in der Höhe verdient mit 4-0 gewonnen. Ja, gehen wir mal in die erste Halbzeit. Ich glaube, nach ungefähr 20 Minuten fiel das erste Tor. Genau, nach 20 Minuten fällt das 1-0 durch einen abgefälschten Ball von Burak Yaman, der sich das Tor gestern durch seinen Fleiß, durch seine ganze Arbeit da total verdient hat und hat mich auch total gefreut, saß jetzt die ersten drei Spieltage draußen und hat gestern dann die Chance bekommen und hat das auch echt ganz gut genutzt und ordentlich gespielt und ja, hat sich das Tor so ein bisschen erarbeitet gestern, ja. Ja, und das 2:0 kam noch kurz vor der Halbzeit zustande. Aus welcher Situation und wer hat es erzielt? Das 2-0 fällt durch Yahya Mackie, was er hinten selber einleitet, fällt ja, Reporter wollte Konter starten, wir fangen den Ball ab. Also Yahya fängt den Ball selber ab, leitet den Ball selber mit ein, wird dann durch, ich glaube, von Carsten Gürres nochmal geschickt und ja, nachher durch einen abgefälschten Ball bekommt er ihn vom Fuß und haut ihn an. Im Mittelstürmer man hier rein. Ja, Mittelstürmer-Manier rein, 2:0, Halbzeit, zufrieden, alles dementsprechend auch vom Trainer gespannt. Dann hat man ja in der Halbzeitpause nicht viel zu erzählen bzw. zu korrigieren, sondern lässt man die Spieler in Ruhe. Ja, sollte man eigentlich als Trainer ja grundsätzlich nicht machen, in der Halbzeit großartig loben, aber gestern war es einfach, wir hatten auch vor dem 1-0, was ja, wie gesagt, in der 20. fällt, hatten wir vorher schon drei, vier, fünf richtig, richtig gute Torschancen, die wir dann, wo wir uns leider noch nicht für belohnt haben. Und ja, richtig gute Möglichkeiten rausgespielt einfach, ne? Und das einzige Manko war wirklich, weil es nur 2-0 stand zur Pause. Und wir haben wirklich permanent immer wieder eine neue Welle gestartet und immer wieder versucht, neue Torchancen zu kreieren. Und haben es auch echt fast in Perfektion. Wir haben eine Torchance, glaube ich, von Voreifel zugelassen. Ja, ansonsten haben wir nichts hinten zugelassen über 90 Minuten. Und ja, wir standen defensiv gut und haben nach vorne hin echt, hätten wir durchaus auch mehr Tore machen müssen, vielleicht auch können. Ja, Ja, müssen. aus der Halbzeit heraus, ein paar Minuten auf dem Feld und Tor Nummer 3. Genau, Tor Nummer 3, Hüseyin Alavi durch nach einer perfekten Vorarbeit von Carsten Gürres, der außen durchkommt und den Ball reinspielt und Hüseyin Alavi dann mit seinem ersten Saisontor dann krönt, der gestern auch unwahrscheinlich fleißig war, super Spiel gemacht hat und einfach ein bisschen Pech im Abschluss gestern noch hatte, aber auch, ich glaube, gestern auch wieder zweimal Aluminium. Ansonsten hat er aber auch wirklich ein super Spiel gemacht und hat mich gefreut, dass er gestern getroffen hat. Ja, Carsten Görres, Sie haben es angesprochen, der Vorarbeiter zum 3:0 und das 4:0 hat er sich selber auf den Fuß gelegt. Genau, das war ein Freistoß. Sven Weber schießt den von 20 Metern, ein Freistoß. Der Torwart von Voreifel lässt ihn prallen und Carsten Gürres steht da und schießt ihn dann aus kurzer Distanz halt rein. Ja, Sie haben dementsprechend auch alle Ersatzspiele, alle vier dementsprechend eingesetzt, um eine Belohnung auszusprechen nach dem letzten Spiel, jetzt, wo man auch wieder alles auf der richtigen Spur hat. Aber trotzdem, man hat zum Schluss in Unterzahl gespielt. Ja, wie gesagt, wenn man, ja, das ist so, was ein bisschen ärgert, die rote Karte vom Yahya Mackie, das ja, ist noch nicht mal ein Foul, ne? Das ist total ärgerlich, ne? Gerade für den Jungen, der jetzt gestern auch ein super Spiel bis dahin macht und ja, mehr als ärgerlich einfach. Müssen wir jetzt hier nicht thematisieren, aber es ist ein Freistoß und ich glaube, der Schiedsrichter hat da selber gemerkt, was er da nachher. Egal, ist einfach für uns ist total ärgerlich und für den Jungen sowieso, der aus einer Verletzung im letzten Jahr kam und danach kam die Corona-Pause, der ein ganzes Jahr nicht gespielt hat.
Jetzt hat er wieder, ich denke, mindestens 2 Wochen Pause. Tut uns weh und ihm halt auch, ne, weil er den Spielrhythmus einfach auch braucht. Ne. Ja, wenn man sich die Liga anschaut heute, die Ergebnisse, Kurdistan klar gewonnen, langer Wehe mit einem 1-0 Derby-Sieg, ein Spiel, was nicht so, sag ich mal, die Zuschauer zufriedengestellt hat. Zülpich verliert sensationell, würde man sagen, gegen Mechernich. Also in der Liga ist ja alles möglich zurzeit. Schon bereits am 4. Spieltag. Man sieht es in der Bundesliga. 2. Spieltag, Bayern München verliert heute gegen Hoffenheim. In Hoffenheim. Ja, also ich glaube, wir sollten jetzt nach 4 Spieltagen, für uns war es wichtig, dass wir wieder ein gutes Spiel machen. Über 90 Minuten haben wir das ordentlich gemacht. Ich fand, wir haben es in Nierfeld ordentlich gemacht. Wir haben es gegen Weldorf stellenweise auch ordentlich gemacht, haben uns da einfach nicht mit dem Tor belohnt. Letzte Woche mache ich den Bockmist und ja, wie gesagt, also wir haben jetzt nach 4 Spielen 7 Punkte. Wir haben uns auch mehr erhofft vom Grundsatz, aber wichtig ist jetzt, dass wir gestern eine gute Reaktion auf den Bergheim-Spiel gezeigt haben und eine Saison dauerte länger als 3 Spieltage oder 4 Spieltage. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt. Nochmal Kurdistan ist, glaube ich, auch einfach nochmal ein anderes Kaliber. Ne? Alles andere muss man einfach mal abwarten. Langer Wehe, was die hier oben stehen, ist für mich auch keine Überraschung. Wir haben einfach eine gute Truppe. Zülpich, ja, ich glaube, man hat so Spiele drin. Die Liga ist einfach absolut ausgeglichen. Ne? Es ist, glaube ich, keiner dabei, wo man von vornherein sagt, okay, das Spiel gewinnen wir auf jeden Fall. Deswegen, ich mal abwarten. Das ist 4 Spieltage gespielt. Ne? Wir hatten alle eine lange Pause. Und ich glaube, bis auf Kurdistan tut sich da nicht viel untereinander. Ne? Ein entspannter Trainer, Michael Hermanns von Lichtensteinstraße am 4. Spieltag. Und er freut sich bereits auf die nächste Auswärtspartie am kommenden Wochenende in Mechernich. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Dankeschön.